In der südpakistanischen Millionenmetropole Karachi ist es am Donnerstag zu einem schweren Zugunglück gekommen. Mehrere Menschen sind nach Polizeiangaben ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Örtliche Medien berichteten, dass zwei Züge mit hunderten Insassen am frühen Morgen zusammengestoßen seien. Dabei soll ein Fahrender in einen stehenden Zug gerast sein. Rettungskräfte versuchten, in den Wracks eingeschlossene Menschen zu befreien. Sie setzten Schneidewerkzeuge und mehrere schwere Kräne ein. Die Ursachen für dieses Unglück sind bisher noch unklar.